So, und da sind wir wieder bei der nächsten Folge von Minecraft Legend zusammen mit der Christina. Heyo! Und wie man vielleicht schon sehen kann, wir sind bei einer anderen Fraktion. Wir sind nämlich bei den Zwergen. Hey, genau. Zwerge, hey Zwerge, ho! Hey Zwerge, hey Zwerge, ho, go, go, ho, ho, ho! Wir wurden auch schon begrüßt von ein paar Leutchen. Da kommt schon der Nächste. Hey, yo! Ja! Genau, der Staat hier, willkommen Zwerg. Dies ist nun deine Heimat. Sei bereit, das Königreich mit deinen Brüdern neu zu errichten. Dies wird euch Blut und Schweiß kosten. Beweist eure Kunst mit Stein und Erz. Steht loyal zu euren Brüdern und ergötzt euch reichlich am Biertrunk. Ja, das war ja klar. Doch gebt stets Acht und haltet eure Waffen bereit, denn der Krieg der Legenden geht weiter. Nice. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns ein bisschen die Fraktionen hier an. Hier so ein bisschen... Wie immer das Normale, ne? Ja, das Standard-Volk hier und hier werden wir ordentlich beschossen. Hier ist noch was. Infotafel, okay. Holy shit, krass. Okay. Feuerwerk! Hui! Extra für uns! Also, ich würde sagen, das ist schon mal die beste Begrüßung überhaupt. Da ist auch ein Moderator. von den Zandaren. Nice. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Oder willst du noch ein bisschen das Feuerwerk genießen? Denn das ist ihr Spawn. Und ich muss sagen, holy shit, es sieht richtig cool aus. Der sieht cool aus. Endlich mal wieder ein Spawn, der an unseren drankommt. Oh ja, ich muss sagen, bisher haben mir die Spawns von den Zandaren natürlich richtig gut gefallen. Und der Spawn hier gefällt mir auch richtig gut. Ja. Es passt einfach perfekt zu den Zwergen. Ist nur die Frage, wie kommen wir da runter? Wahrscheinlich irgendwo gar nicht. Irgendwo müsste es hier runtergehen. Ach, Sarah steht die ganze Zeit in mir. Wie kommt man hier runter? Kommt man da überhaupt runter? Da ist ein Weg. Guck mal. Wo? Ich glaube da vorne. Komm mal mit. Hier geht's runter. Ah, ich häng fest. Oh nein. So viele Leute. Die schreiben hier. Mir alle. Echt? Bin ich jetzt auf YouTube? Ja. Nice. Okay. Rückt ihr das Fernsehen? Nein. Das Exil, okay. Da kommt mal Richtung Exil. Aber hier geht's auch gleich weiter runter. Folgt mal Christina. Hui, ich habe eine leckere Melone gekriegt. Nice. Sorry, ich kann es hier nicht essen. Hier sind wir schon fast unten. Oh, okay. Sagen, sieht schon cool. Schön aus. Ja, davon mache ich doch gleich mal ein Bildchen. Nexus. Huch. Ah, da bist du, okay. Kann man da aus nice, Versehen ich will runterfallen? Auch einen Screenshot machen. Nein, okay. Ey, spring nicht durch mich durch, du Lulatsch. Tut mir elendig. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie wir zu den Dörfern kommen. Ja. Ne? Zu den Häusern, weil ich glaube, hier kommt man gar nicht raus. So wie es aussieht. Ich bin mir hier nicht ganz so sicher. Reichtum, Macht und Ehre, ne? Hier mit dem ganzen Gold. Die Horn ist ganz schön, ne? Ja. So, ist da vorne ein Ausgang? Nö. Nexus Farmwelt. Okay. Nö, ich glaube, wir müssen wieder hoch und zum Luftschiff. Glaube ich. Ah, da, wo wir auch reingerannt sind, ne? Mhm, genau. Dass man da vielleicht weiterkommt. Ja. Also, das ist ein bisschen verwirrend hier bei den Zwergen. Zumindest für einen Anfang. Ja. Ich war hier zwar schon mal, aber ich bin hier mehr durchgerusht, weil mir ein Zwerg ziemlich viel Zeug schenken wollte. Deswegen habe ich hier nicht so viel mitbekommen. Aber ach, ich glaube, wir müssen da entlang. Ja. Da muss man nach hinten gucken, wie wir verfolgt werden. Ey! Ich wurde übelst weggeboxt.
Ja, sei froh, dass du nicht hier runtergefallen bist. Falls das funktioniert. Nice, guck mal nach oben. Holy shit. Voll riesig. Die haben hier ein Beacon aufgestellt. Ich hab Schnelligkeit gekriegt. Ja, cool. Was haben die hier? Ofen. Öffentlich. Öffentlich. Alles Ofen. Klar. Öffentlich. Ja, Ofen. Also hier ist so das, guck mal, hier könnte man auch mit dem Zug lang. Ja. Die haben so eine kleine Bahn entwickelt hier anscheinend. Und hier fängt es anscheinend so ein bisschen an mit den ganzen Gebäuden. Also das Gebäude gefällt mir am besten, ja? Ah, ich guck mal, der Drachenkopf. Mal sagen. Was? Was für ein Drache? Das ist ein Drache. Okay. Rechts geht's zum HT. Heiligtum. HT, HT, Heiligtum. Okay, dann wollen wir da mal loslaufen. Falls wir richtig laufen. Ich bin mir nicht ganz so... Oh, fall hier nicht runter, Mann. Oh, ja. Ich glaube, da unten entsteht denen ihr Heiligtum, kann das sein? Ja. Komm mal mit, eben. Ich glaube, wir müssen hier rechts dann runter. Dann darunter, runter. Ne? Ja, ja. Das wäre auf jeden Fall mega geil. Boah. So, ja, hier haben sie eine Bahn runtergebaut. Ich hoffe hier... Oh Gott. Boah, nice. Guck mal, wie das aussieht. Wow. Wow. Das ist echt awesome. Wir müssen auch noch das Heiligtum von uns Guck mal hier. Warte, das sieht aus wie so lauter kleine Wohnungen. Mhm. Oh, die Kissen, wow. Ey, krass. Ja. Die Mauer gefällt mir richtig gut. Ja, mit hinten. Den Blöcken, ne? Ja, ja. Das machen die auf jeden Fall mega awesome, ey. Holy shit. Ja, dann lass uns da mal reinschauen. Arbeitet soweit es. Okay. Okay, krasser Shit. Wow. Das ist halt mega die Kirche. Ja. Wow. Krass, ey. Alter, wie lange haben die dafür gebraucht, um das auszuheben? Oh shit, geht's hier runter. Ja gut, es ist ein Heiligtum, ne? Man muss sagen, das muss beeindruckend sein. Und ich mag die Lampen da oben. Ja. Das sieht richtig cool aus. Nice. Was haben wir da hinten? Ach du Schande, was baut sich denn da auf? Wow. Okay. Gehen wir auf der anderen Seite hoch. Mhm. Es ist echt heftig. Das haben sie auch, ich weiß nicht, ich glaube, die Decke ist noch nicht komplett ausgehoben, nee. Ne? So weit. Alter, wir hatten hier den Überblick noch. Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich bin echt scheiße im Bauen. Und guck mal da runter, den Boden, ey. Sieht richtig cool aus. Ja. Respekt an euch Zwerge, ey. Wow. Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, oh. Zwerge, damit wir noch ein bisschen was von der restlichen Stadt zeigen können. Dann laufen wir mal eben back und dann gucken wir mal. So. Ah, ich krieg die ganze Zeit Fallfahren. Ja, ich auch. Meine Reden heute ist echt perfekt. Alter, die Treppe hier in dem Hauptraum hoch. Krass, ne? Wow. Einfach nur wow. Ja, da haben sie sogar zwei Äxte aufgebaut. Du bist schon raus aus dem Heiligtum? Jo, ich laufe gerade schon die große Treppe wieder hoch. Ja. Ich habe nur vielleicht gedacht, haben die eine Lore hier, aber... Na ja, gut, dann bräuchten sie noch Dings, ne? Antriebsschienen, um da hochzukommen. Aber das Laufen geht ja relativ schnell. Bin auch mal gespannt, wie lange sie da noch dran sitzen dem. Und ich muss sagen, der Baum da, der gefällt mir besser als bei den bei den Dings. Wie heißt's? Elfen. Bei den Elfen ein paar Bäume. Oh, das ist traurig. Ich finde das so voll geil, wie die nee, Wände machen, ne? Mit Holz und diesen Steinen und Slabs und. Oh ja. Es ist echt cool. Ich frage mich, ob das auch zum Heiligtum gehört, ob das wirklich jemand gebaut hat. Dann guck dir das mal an. Die bauen hier eine riesen Karte. Da hat vielleicht schon jemand gegrieft. So wie es aussieht, vielleicht sogar.
Das ist schade. Die Welt würde ich gerne mal so sehen. Das kann man halt bei den Völkern machen, die überirdisch bauen. Ja. Bei uns funktioniert es leider gar nicht mal so gut. Nee, ne? Haus, bestellt, Haus, schnell. Ist so eine Aussichtsplattform? Boah, krass. Guck dir das mal an hier. Ich hab grad gedacht, ich fall da durch. Da hinten ist die übelste Farm. Oder? Ach da, ja. Krass, nice. Aber ich muss sagen, die Farm von den Sandanen finde ich ein bisschen übler. Okay, hier kommen wir definitiv nicht lang. Mhm. Okay, das Haus ist komplett zu, schade. Ah, ne. Was ist das hier? Wir suchen Mitarbeiter. Okay. Ich glaube, das soll so eine Taverne sein oder sowas. Ach, guck mal, hier kann man rein. Ah, okay, hier. Mhm. Das ist so der Hauptweg, glaube ich, ne? Ja, genau. Das ist der Hauptweg, der hier entlang geht. Wow. Ich frage mich, die ganzen Berge, die müssen ja generiert sein, ne? Ja. Irgendwie. Ob das ein spezieller Generator war oder ob das einfach nur so ein... Da hat so wird sich jemand mit World Edit dran gesetzt haben. Ja, weil wenn ich mir die Biome mal anschaue auf F3, ist das ein Forest-Biom. Ja, deswegen. Das kann ja nicht so riesen Berge entstehen. Holy shit. Wow. Bin echt erstaunt. Das finde ich noch mit... Eins der schönsten Biome tatsächlich hier. Mhm. Hier so ein Lagerraum. Ja. Haben sie auch toll gemacht hier mit den verschiedensten Blöcken. Das sieht auf jeden Fall mega nice aus. So, ich bin an der Farm angekommen. Okay, die geht doch schon ein bisschen weit, muss ich sagen. Das. Aber bei uns regnet es gerade voll stark. Echt? Ja. Ah ja, ich höre es, wenn du redest. Krass, ne? Das ist voll am Hämmern hier. Ja. Ach ja, stimmt. Du wohnst ja sowieso ganz oben, ne? Ja. Deswegen hört man das sowieso standardmäßig. Eben. Aber das ich würde sagen, übel gerade. Wir laufen nochmal eben zurück und gucken, ob in der anderen Richtung noch was ist. Und dann war es das auch schon fast von der Folge. Krass. Boah, ist das laut. So, wie kommen wir her? Hier, ne? Jo. Müssen mal schauen, wie wir zurückkommen. Weil wir sind hier runtergesprungen. Da hinten kommt man wieder hoch. Okay. Mhm. Aber ich finde, hier ist es ziemlich dunkel. Ja. Ja, wobei die Zwerge müssen sich da ja, glaube ich, kein die haben keine Nachtsicht, Gedanken machen. Ne? Die haben Nachtsicht, soweit ich weiß. Genau. Aber ich finde es trotzdem toll, dass sie so ein bisschen Beleuchtung mit reinbringen. Ja. Wenn man bei uns durchläuft, da hat man halt gar keine Beleuchtung. Als Fremder ist da halt stockdunkel. Ne? Ja. Also so vom Spawn her finde ich unseren noch einen Tick krasser. Mhm. Aber so von der Stadt her finde ich die Zwerge am schönsten. Ja. Von dem Gebauten her. Weil bei uns sind halt einfach immer nur dasselbe. Kuppeln, Kuppeln, Kuppeln. Ja, das ist wahr. Wir müssen auch mal die Zandanen fragen, wo unser Heiligtum ist. Weil das wissen wir gar nicht. Und da können wir dann auch gerne mal ein Video dazu machen, zu unserem Heiligtum, dass wir das mal zeigen. Oder dass man halt alle nochmal speziell zeigt, wobei das vielleicht, ja, dadurch, dass wir halt schon bei den Zwergen waren, wieder hinfällig wäre dann. Na gut. Ich sprinte mal durch hier. Mhm. Geht's da vorne weiter? Da gibt's auf jeden Fall noch einen Tunnel. Okay, dann schauen wir uns nochmal in die Richtung an. Ja. Um. Da ist schon mal ein Pixel Art rechts. So. Von einer gewissen Person. Ach so. RIP. Oh.
Ist das ein Denkmal? Boah, das sieht aber voll krass aus hier. Guck dir das mal an. Oh ja, heftig. Nice. Guck mal. So, da haben wir wieder einen Hauptgang. Specht. Geh mal hier lang. Ich will über die Brücke. Krass. Hoch nach unten. Schöne Brücke. Wow. Ich frage mich, ob die Zwerge noch so richtig aktiv sind. Also, wenn man auf Tab schaut, es sind aktuell 26 Leute online. Ich glaube, wie viele von denen sind wirklich noch aktiv, richtig, ne? Aktiv? Ja, ja. Weil ich meine, das Heiligtum, das wird auf jeden Fall Bombe von den Zwergen. Da würde es mich nämlich interessieren, wie das am Ende aussieht. Im Winter wird es ja ein Reset geben. No. Haben wir ja jetzt endlich erfahren. Und ich habe hier so ein bisschen Schiss, entlang zu laufen, weil es hier so dunkel ist. Ey. Ja, aber hier nicht, dass hier ein Loch ist. Und ja. Das Loch. Ein Loch und wir fallen in den Tod. Was ich nicht so schön finde, ist, dass sich hier die Leute kreuz und quer. Ja. Da wäre das Loch gewesen, wa? Ja, da wäre das Loch gewesen. Guck mal, da hinten das. Auf der anderen Seite. Das baut sich aber nicht ganz so auf. Warte mal. Mit so einer Figur. Nee. Was ich nicht so schön finde, ist, dass die Leute sich hier einfach kreuz und quer gesteckt haben. Ja, das ist noch ein bisschen blöd, aber ich glaube, wenn sie jedes Mal so einen riesen Weg bauen würden, wäre das ein bisschen arg heftig. Dass sie zwischenzeitlich hier so eine schöne Brücke gebaut haben, ist mega cool. Mega gut gemacht. Aber so ein paar Brücken... Boah, was ist das denn da hinten? Was denn? Warte, ich kann nicht sprinten. Kommt man da irgendwie hin? Hier. Zack. Kommt man, ja? Zumindest ist näher. Geil. Spawn, das sieht richtig cool aus. Ach, das ist der Spawn gewesen. Ah ja, Tatsache. Krass. Habe ich jetzt auch jetzt sieht man auch mal den Spawn da unten, ja. Das sieht echt cool aus. Also Respekt an die, die den Spawn gebaut haben, beziehungsweise auch alle Spawns gebaut haben. Und ich würde sagen... Das war's schon, ne? Ja. Genau, wir waren bei den Zwergen, sind jetzt alle Fraktionen quasi durch. Also Vorstellungen gibt es jetzt erstmal nicht mehr. Wahrscheinlich machen wir das Ganze, wenn das nochmal resettet worden ist, dann im Frühjahr nochmal, oder? Wenn so ein bisschen was gebaut worden ist. Das würde sich ja dann nochmal lohnen. Ihr könnt uns auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob es noch was richtig Cooles zum Sehen gibt. Am besten wäre natürlich auch die Fraktion, zu der ihr gehört, damit wir das feststellen können. Und ihr solltet uns das Ganze mal zeigen, damit wir hier nicht umherirren, sag ich mal. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Aber bis dahin würde ich sagen, schaut bei Christina vorbei. Dito, schaut beim Taiko längst. Und dann würde ich sagen, was das? Ja, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Ich fall ins Wasser! Badabu! Ja, viel Spaß beim Zuckerklau.